Hallo meine Lieben, ja, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Seid herzlich willkommen auf meinem Profil, zusammengestellt für die liebe Marina. Anschauen möchte, was ich ihr alles zusammengesucht habe und das möchte ich euch noch gerne zeigen. Die möchte ich dann gerne heute noch verschicken und möchte sie noch überraschen. Ich hoffe doch, dass ihr das auch alles gefällt, was ich ihr zuschicke. Und jetzt fangen wir mal an, was ich für sie zusammengesucht habe. Da haben wir die Schmetterlinge. Es ist alles selber gemacht, was ich jetzt zeige. Das sind die Schmetterlinge. Die habe ich vor längerer Zeit schon mal gemacht. Da gebe ich ihr zwei Stück. Dann habe ich hier diese Verpackung aus. Ach, jetzt komme ich wieder nicht auf Name. After-Eight-Verpackung, das sind die Tütchen davon. Da habe ich so eine Verpackung, also so ein Holder oder was gemacht. Dahinter sind ganz viele Schmetterlinge. Die lasse ich jetzt aber drin und da habe ich dann so ein Holder draus gebastelt. Dann habe ich so ein Weihnachtstag. Den hatte ich auch schon, glaube letztes Jahr mal gebastelt. Dann hier diese Teeverpackung. Die Tütchen, die hatte ich auch ganz viele gebastelt und habe die schon fast alle verschenkt. Da habe ich noch so ein paar Stück. Da ist auch was drin. Die Idee hatte ich mal auf YouTube gefunden. Ich weiß jetzt aber leider nicht mehr, wie die Dame hieß, die das damals gezeigt hat. Da müsste ich nachschauen. Und dann hatte ich ja diesen Tag gebastelt bei der Luise. Gab es ja so vier Papiere von ihr und das ist so, war so ein Freebie und ich habe das aus diesem Freebie, habe ich das gemacht, den kleinen Vogel da, der im Vogelnest sitzt mit den Vögelchen und der Eule, Schmetterling. Und ich hoffe, ihr gefällt das, was ich gebastelt habe. Das kommt dazu. Dann kommt diese kleine Katze, die ich gemacht habe. Und hier diese Spitzen. Da kann man auch noch was mitmachen. Das ist ein größeres Stück. Hochschieben, sonst sieht man wieder nicht alles. Und dann diesen Pigger. Der ist, wenn man Stanzteile hat, kann man diese damit ausdrücken. Den werde ich hier auch noch geben. Werde ich dann gleich alles zusammenpacken und dann geht das auf die Reise. Ich habe mich die ganze Zeit wollte ich das schon machen, dann ging es mir nicht gut, dann habe ich gebacken, danach ging es mir dann auch wieder nicht so besonders, weil mir dann alle Knochen wehgetan haben vom langen Stehen und die, ich habe ja eh schon so mit Arthritis und so zu tun oder Rheuma, je nachdem. Und da haben mir alle Knochen wehgetan, ich konnte nichts mehr machen. Dann habe ich ihr hier noch so ein paar alte Buchseiten mit eingepackt. Da kann man immer was mitmachen. Mit so Blumen. Ups. Das ist schief. So, und dann diese. Hol sie mal kurz raus. So kommt's. Dann diese Seite. Dann das. Eine Notenseite und da war noch so. Hier ist noch eine alte Notenseite drin. Dann hier so eine alte Brottüte. Die hatte ich auch gebastelt. Das tue ich dann mal hier dazu. Und dann hier so noch eine alte Seite.
Und die hatte ich ausgedruckt. Das waren mal Freebies, die ich auf irgendwelchen Seiten ausgedruckt habe. Oder ich hatte sie selber mal in einem Tauschpäckchen. Ich weiß es nicht mehr. Kann auch möglich sein. Und habe sie noch nicht. Einiges davon habe ich, glaube ich, schon verbastelt und einiges war noch übrig. So, das gebe ich dazu. Lege ich mal kurz hin, einen Moment. Dann bekommt sie von mir diese Kleidchen, die ich auch mal gebastelt hatte. Da hatte ich auch ein Tutorial dazu gemacht. Das ist das mit den Rosen. Das ist das mit den Elfen. Das ist aus einer Küchenrolle. Und die sind aus Tembo. Und eins habe ich, glaube ich, aus Vlies. Das ist aus Vlies. Das war aus einer Küchenrolle und das aus Tembo-Taschentücher. Ich glaube, hier das auch aus Tembo-Taschentuch. Das gebe ich ihr noch dazu. Und dann haben wir hier so eine kleine Wundertüte. Da habe ich dann hier so ein Sorgenwürmchen. Da hatte ich hier so Knöpfe gehäkelt. So Blümchen. Hier sind noch so ein paar Knöpfe. Die hatte ich gehäkelt schon vor längerer Zeit. Dann hier diese Eule hatte ich auch gehäkelt. Die Schmetterlinge, die sind schon alt, die habe ich schon ewig lange, wo ich die mal gehäkelt hatte. Dann gebe ich ihr diesen Engel, den habe ich auch selbst gemacht, auch gehäkelt. Und dann habe ich ihr hier so. Ich weiß nicht, wie die Ornamente, so Metallornamente. Hier, das ist zum Verschließen. Habe ich hier zwei Stück reingemacht. Dann hier so Buchecken. Und hier so. Das sind die Buchecken. Da habe ich je vier Stück reingemacht in Silber. Und in dem Anthrazit oder wie man das nennt, keine Ahnung. Und dann hier so kleine Sicherheitsnadeln und den tollen Schmetterling. So, ich tue das jetzt mal kurz schnell rein. Die Sicherheitsnadeln, die kann man immer gebrauchen, für irgendwo was festzumachen. Mit Perlchen. Da kann man auch Perlen reinfädeln und dann ins Journal reinmachen. Das habe ich ihr auch noch dazu. Ups, was ist das dann? Da geht er jetzt nur noch von einer Seite zu, oder wie? Ach so, das war da. Ja, mein Mann hat heute Geburtstag und heute Nachmittag wollte ich das nicht abdrehen. Der ist jetzt mit der Tinker unterwegs und da habe ich gedacht, da mache ich das jetzt schnell fertig, dass das heute noch wegkommt. Ja, das war das. Dann habe ich ihr noch ein Katzenbuch mit Strips, was ich gebastelt hatte. Das kann ich leider nicht mehr zeigen. Das habe ich leider schon verpackt. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht, dass ich das noch abfilmen wollte. Aber ich habe ja noch Bilder, da kann ich noch ein paar Bilder dazu machen zum Schluss. Da könnt ihr dann sehen, was ich meine. So, das kommt dazu. Und dann habe ich hier die süßen Engelchen gebastelt. Da lege ich ihr noch eins, zwei mit rein ins Päckchen. Die kann sie sich an den Weihnachtsbaum hängen.
Ich wollte hier noch einen Stern drauf machen aus Filz. Leider habe ich das wieder alles verlegt. Ich verlege alles und finde nichts mehr. Ich habe vorhin schon gesucht, aber ich habe es nicht gefunden. Die hatte ich dann heute Morgen noch schnell gemacht, in so einem Video gesehen. Die haben mir so gut gefallen. Die sind so süß und schnell gemacht. Und die lege ich auch noch dazu. Dann gebe ich der lieben Marina hier mein Nähheftchen, was ich gebastelt habe. Das kann ich euch auch verlinken. Da gibt es auch ein Video drüber. Da gehe ich jetzt nicht so länger drauf ein. Das zeige ich jetzt nur mal ganz kurz. Das ist auch aus den Fließtüchern gebastelt. Das hier waren alles Reste, die ich da verarbeitet habe. Und das möchte ich ihr gerne noch mit dazu geben. Haben wir das? Da kann sie sich dann noch drin austoben. Und ich hoffe, es gefällt ihr und freut sich. Das muss sie sich leider noch selber da hinten festmachen oder klebt oder näht das noch fest. Kann sie sich dann selber noch machen. Das wollte ich noch mit dazu geben. Soll ja auch sich noch ein bisschen austoben da drin. Vielen herzlichen Dank an meine alten und neuen Abonnenten. Vielen, vielen Dank für die lieben Kommentare, die ihr mir übers ganze Jahr geschrieben habt und dass ihr mir übers ganze Jahr treu geblieben seid und die neuen Abonnenten dazugekommen sind. Das hat mich sehr glücklich gemacht. Ja, meine Lieben, das Jahr geht zu Ende. Was soll ich sagen? Es war mal hoch, es war mal runter, es war mal heiter, es war mal traurig, aber damit muss man leben. Und man soll immer das Beste daraus machen, auch mit der Gesundheit. Es ist nicht immer so einfach gewesen, aber ich lasse mich nicht hängen und ich habe immer das Beste draus gemacht und versucht, auch wenn es mir mal nicht so gut ging, wieder was zu basteln. Aber das wissen ja anscheinend auch nur solche, denen es nicht so gut geht, die auch die Krankheit haben, die ich habe. Und von daher bin ich froh, dass ich überhaupt noch da bin. Ich bin froh, dass ich so eine tolle Enkeltochter habe, die mir auch immer zur Seite steht und hilft und die immer da ist für uns und für mich und meine Tochter auch. Und von daher bin ich glücklich, dass ich das ganze Jahr so gut, kann man sagen, verbracht habe. Auch mit einigen Tiefs, aber es muss immer weitergehen, ist doch egal wie. Die Hauptsache, es geht weiter. Man muss immer das Beste daraus machen. Das kann ich nur an euch weitergeben und ich wünsche euch noch eine schöne, gesunde und besinnliche Adventszeit und wünsche euch allen noch eine frohe Weihnachten, falls ich kein Video mehr hochlade, weil ich habe noch zwei Stück, die ich schon vorgedreht habe, die ich vielleicht diese Woche und nächste Woche noch hochlade. Und das wird dann das. Also hier, das ist jetzt das letzte Video. Das werde ich aber dann erst hochladen, wenn die liebe Marina das Päckchen bekommen hat. Ja, meine Lieben, das war das Endwort für dieses Jahr. Dann wünsche ich euch noch eine schöne und ruhige, besinnliche Adventszeit. Bleibt mir alle gesund und dann sage ich bis zum nächsten Video. Tschüss!